Gewinne, Gewinne, Gewinne! Hallo zusammen! Herzlich willkommen zur zweiten Advents, zum zweiten Adventsgewinnspiel, welches stattgefunden hat. Heute wie immer mit dem Kotti, auch in anderer Kleidung. Ja, und mit dem Gilde. Respekt für dein neues Kopfhaupt. Sieht gut aus. Dir? Ja, herrlich, herrlich, ja. Wunderbar. Genau, heute mal mit Bild und Ton, unter notarieller Aufsicht. Nein, so übertrieben machen wir es nicht. Aber ja, wir losen jetzt mal aus. Wir haben ja wieder einige dieses Mal, auch zum ersten Mal, die das Ergebnis komplett richtig getippt haben. Ja, und genau. Da freuen wir uns umso mehr. Auch. Ne, gerade bei Fortuna-Sieg, genau. Und damit ihr das mal seht, ich habe hier so ein paar Zettel vorbereitet, damit das auch wirklich alles korrekt abläuft. Da stehen die einzelnen Namen drauf, der richtigen Tipper. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt schön falten. Die meisten waren ja, glaube ich, aus der Facebook-Gruppe. Ich glaube, einer war, glaube ich, auch bei den YouTube-Kommentaren dabei. Da achten wir natürlich auf beide Kommentarebenen, um jetzt ein bisschen hier deine Zeit zu überspielen. Also wenn du jetzt jeden Zettel so lang faltest, dann sind wir gleich wieder bei 45 Minuten für das Losungsvideo. Was? Was? Wir blenden hier ein bisschen Musik ein und so, dann haben die Leute ein bisschen Spaß, die Spannung steigt. Ja, hier auch alles korrekt ablaufen, ne? Genau. In der Zwischenzeit sei schon mal der Hinweis erlaubt, dass unser neues Video spätestens am Mittwoch, den 8.12. dann abrufbar sein wird. Einfach mal als Hinweis, da gucken wir nämlich dann nochmal detailliert zurück auf das letzte Spiel, auf den Auswärtssieg in Darmstadt. Darum geht es ja jetzt auch in der Verlosung. Da habt ihr, die jetzt hier im Lostopf gleich alle seid, das Ergebnis, nämlich ein 3:1 für die Fortuna, exakt richtig getippt. Einer war ganz traurig, weil dem hat der Elver dann in der 77. den Tipp kaputt gemacht. Der hat nämlich ein glorreiches 3:0 für die Fortuna getippt, aber leider Pech gehabt. Es gibt ja noch ein paar Chancen. Kleinen Ausblick auf die nächsten Gewinne. Diesmal geht es ja um die grandiosen Altbiergläser. Die habe ich hier auch nochmal original verpackt. Ihr habt sie sicherlich schon in den Videos gesehen. Die erreichen euch dann, ja, mal gucken, auf welchem Wege. Wenn ihr hier in der Nähe von Mettmann Düsseldorf wohnt, kommen wir vielleicht mal kurz bei euch rum, um Portokosten zu sparen. Sonst schauen wir mal, wie wir das zu euch bekommen. Wird irgendwie klappen. Oder wir machen einfach selbst Abholer, Kotti. Nein. Wäre auch gemein, ne? Und nächste Woche. Die Leute noch hierher kommen. Genau, nächste Woche geht es dann um diesen schönen neuen, also es ist ein unbenutzter Schal, hat sicherlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ihr seht, da ist das Design hier mit dem Rautenformat, das ist ja einige Jahre her. Auf der einen Seite das Fortuna-Logo, das glorreiche, und auf der Rückseite, ja, unser schöner Stadtname. Da geht es dann beim Ergebnistipp Pauli in der nächsten Woche drum. Aber ich hoffe, ich habe die Zeit jetzt gut überspielt. Der Kotti hat alles in den Topf gepackt und bin startklar. Ja, hier liegen sie drin. Jetzt willst du selber die Losfee spielen? Ja, meine Frau hat sich nicht erbarmt, die möchte das nicht. Die ist kamerascheu. Ja, dann misch aber mal richtig durch. Ja, reicht ja. Ja, ich bin doch schon dabei. Guck doch mal, Leute. Ja. Und ich mache es auch blind. Nicht gucken. Also von daher. So, ich bin gespannt. Reicht. So. Jetzt kommt's. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Es ist geworden. Jetzt muss ich den Zettel aufkriegen. Mein Hoffentlich Gott. Nicht wieder jemand im Ausland, ne? Weil letzten Mal die Dartfleiß hat ja jemand auf Ibiza gewonnen. Glückwunsch nochmal nachträglich. So, gewonnen hat Boris Fahr. Ja. Wenn man es hier sehen kann. Kann man. Herzlichen Glückwunsch. Kann man es lesen. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja, super. Am besten einmal bei uns melden. Dann können wir den Gewinn auch übergeben. Ja, wir schreiben ihn aber auch an, auf die Gefahr hin, dass er dieses Video vielleicht verpassen sollte. Schlimm genug, wenn dem so ist. Nein, wir werden Kontakt aufnehmen. Du aber auch gerne zu uns, wenn es siehst. Den anderen richtigen Tippern sei gesagt, neues Glück, neuer Versuch. Zwei Chancen gibt es noch. Zweimal habt ihr noch, genau. In diesem Sinne, eure Fortuna 95 Bros. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.